alles ein Märchen, ich glaube nicht daran. Aber ach du Scheiße. Achso, das soll man jetzt gar nicht sagen, ne? Liebe deinen Nächsten. Weiß nicht. Für mich ist das nur auf der Lohnsteuerkarte eine unangenehme Zahl. No sé, la salvación del mundo. Yo soy católica y por eso pienso eso. Para mí representa mucho. Christus, Gott, Kreuzzüge. Jedes will uns was versprechen, was im Ende ja nicht weiß. Und das müssen wir wieder glauben. Ne? Da gibt es bei uns in Bayern einen Spruch, der was glauben, was nichts wissen. Ich glaube, der Christentum widerspricht sich sehr viel und ist nicht sehr aktuell. Das finde ich nicht okay. Und auch die Situation, dass den Konflikt mit Afrika und den Kondomen, das finde ich unmöglich, sowas. Und irgendwo auch so festgefahren. Ich denke, es ginge der Gesellschaft besser, wenn mehr Leute gläubig werden und auch christlich gläubig werden. Und darüber hinaus bin ich selber Christ und glaube auch fest, dass es die Wahrheit ist, was das Christentum glaubt. Ich bin grundsätzlich gegen den Christentum, weil ich glaube nicht an Gott. Und ich finde, dass die Kirche einem das Geld aus der Tasche zieht, also vor allem früher. Kreuzzüge, Heuchelei. Und also da sind einfach Bilder, die von Menschen auch, die mir nicht gefallen. Also Homosexualität, Frauenbilder, die mir nicht gefallen. Ich sage, manche Menschen legen es gut aus, im Sinne von Nächstenliebe, dass sie sich an die Gebote halten. Und manche Menschen benutzen halt den Glauben und machen damit Schlechtes. Ich habe eine Abneigung dagegen, irgendwie in Kirche zu gehen und mich da reinzusetzen. Und wenn ein Pfarrer irgendwas sagt und aus der Bibel predigt, das ist nicht meins.